Und zurück. Nachdem wir das jetzt alles überstanden haben, wird alles viel, viel einfacher. Könnte man meinen. Aber dieses Spiel scheißt auf Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes und ihm ist die Meinung der Spieler total egal. Hier können wir durchkriechen, hier müssen wir durchkriechen, nee, egal, hier müssen wir halt durch. Vegetieren. Und im Hintergrund setzt schon so ein bisschen die horrormäßige Musik ein. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Bist du des Teufels? Wieso hast du Hörner? Wieso hast du Hörner? Was soll das? Machen wir weiter. Ignorieren wir das. Soweit es geht. Und gehen von dieser Leiter runter. Runter von dieser Leiter. Die dieses Mal wirklich eine Leiter ist. Super Kamera. Wirklich. Das ist einfach grandios. Ich kann nicht erkennen, wo ich hier bin. Noch ein Schritt, noch ein paar Schritte weiter und ich wäre einfach tot gewesen. Aber so ist das Leben halt. Man stirbt. Und ich bin mein ganzes Leben lang gestorben. Hier rüber, unter den Lampen da vorbei, setzen wir hier etwas ein. Nein, tun wir nicht, weil wir nichts haben, das wir einsetzen könnten. Deshalb suchen wir das, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Hier ist eine Leiter. Juhu. Und hier ist grünes Licht. Die Lichteffekte sind in Ordnung. Tragen zur Atmosphäre bei. Mir gefallen sie. Ein Medipack. Jetzt haben wir ganze zwei Medipacks. Aber das ist ja nichts gegen. Drei Medipacks sogar. Aber es ist ja nichts gegen unsere zwei Gewehrpatronen, mit denen wir wirklich jeden Gegner wegbashen. Und hier geht eine Wache umher. Ja, das ist super. Das ist. Du bist so suboptimal platziert. Tu das nicht. Tu das nicht. Tu das einfach nicht. Ich meine, was habe ich dir getan? Was habe ich denn dir getan? Ich war doch immer ganz nett. Oder zumindest habe ich so getan. Hier irgendwo. Ja, grüne Streifen, Selbstschussanlage. Hier allerdings ist keine Selbstschussanlage. Wir werden trotzdem noch von dem Typen hinter uns verfolgt, der aber kein Problem darstellt, weil aus einer bestimmten Begründung. Moment. Bitte. Ja, danke. Oh Gott, wir haben nur einen Knopf zur Verfügung. Aber er hat gereicht. Der Typ ist tot und wir haben seine Karte. Die Musik freakt gerade total durch. Und wir spülen uns selbst runter. Nein. Wir gehen zurück in den vorherigen Raum. Wohin sollten wir auch sonst gehen? Und deaktivieren die Selbstschussanlage, damit wir da durchkommen. Und fühlen uns dann ganz toll, obwohl wir es nicht sind. All dies innerhalb der nächsten 10 Minuten. Ein wichtiger Moment meines Lebens. Wenn du jetzt. Oh, wenn du jetzt in die Selbstschussanlage gerannt wärst und sie aktiviert hättest. Und so wie ich das Spiel kenne, hätte sie durch die Wand mich erschossen. Von hinten ins Gesicht. Auf jeden Fall. Gibt es hier so einige Dinge? Leider keine Munition, aber ein großes Medipack. Und den Schalter, um die Selbstschussanlage zu deaktivieren. Was jetzt getan wurde? Hier stehen noch Kisten, ganz unschuldig. Da ist die Selbstschussanlage. Ratatatata. Aber sie funktioniert nicht mehr.
Oder sie wird zumindest nicht mehr ausgelöst. Funktionieren tut sie noch. Au! Au! Wie blöd bin ich? Wenn mir einer einen Kommentar, wenn mir auch nur einer einen Kommentar schreibt und mir das beantwortet, dann hetze ich meine Knups auf euch. Die Decke ist ziemlich tief. Echt jetzt, wie groß ist Lara eigentlich, dass sie bis zur Decke reicht? Und wir können wieder durch die Tür schauen. Und da kommen Knups. Yay! Das waren doch gerade zwei. Haben die wirklich in einem Bett geschlafen? Vergesst es einfach. Und hierhin, ich hab's ja schon immer gesagt, das Hochsicherheitstrakt, der Hochsicherheitstrakt, High Security Compound, wenn ich mal angeben darf. Herzschlag. Ist nicht gerade ein freundlicher Ort. Was ich auch unfreundlich finde, ist, dass die Knups gar nicht mehr hier sind. Ah, doch. Die haben die Gegner schon besiegt. Der eine hatte ein großes Medipack, das ich gerade aufnahm. Der andere, sofern er nicht in die Wand geschlagen wurde. Auch das wäre denkbar. Müsste eigentlich so eine Karte haben. So eine Codekarte halt. Was? Was? Du blöde Sau, hast du mir Angst gemacht. Ja, wo ist die Codekarte? Er muss sie, wenn er gestorben ist, fallen gelassen haben. Das Blöde ist jetzt, ich weiß nicht, wo er gestorben ist. Und hier müsste ich sie einsetzen. Moment. Einen kurzen Moment, bitte. Hier müsste ich sie einsetzen. Keine Codekarte, aber so ein gelber Sicherheitsstecker, den ich die ganze Zeit im Inventar hatte. Erinnerungen, warum verlasst ihr mich so schnell? Ich kann es mir vorstellen, das ist schon Absicht. Das ist Selbstschutz des Körpers, der Seele, der Psyche. Ich liebe es. Badabababa, ich hasse dich. Ja, da unten habt ihr schon gesehen durch die veränderte Kamerasicht, Kameraperspektive, dass eine Wache auf uns wartet. Unsere beiden Gefährten sind hier leider nicht, um uns zu unterstützen. Deshalb müssen wir das ganz allein hinkriegen.